Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Oblivion. Ich habe keine Ahnung, wo unser Freund ist, Erandil oder wie er jetzt hieß, der uns in so einen Käfig stecken wollte, wahrscheinlich um uns eine Falle zu setzen. So, wir tauschen die beiden. Tötet den Meister. Ja, kümmere ich mich. Kann ich die irgendwie befreien? Komme ich da ran? Er darf auch mal wieder ein bisschen leiden. Weiche vielleicht mal. Was wäre... Kann der zumachen? Komme ich da rüber? Gibt es hier irgendwas? Der Seite? Felsmauer. Die Mauer bewegt sich nicht. Hier kommen wir wahrscheinlich raus. Ihn kann ich aber nicht... Er scheint fest zu sitzen. Ja, weil das Ding offen ist, ne? Okay, aber wir haben den Schlüssel. Wir haben den einen besiegt. Ergebt euch! Rani. Zurück! Nichts, nichts! Ach! Und Kampfhaus! Füttert mich! Langschwert, hat der sonst irgendwie was Besonderes oder der? Nur Dremora Langschwert. Ich hätte gern was Dädrisches und kein Dremora-Ding. Oh, das ist der Schlüssel. Und ein Heiltrank. Das sieht nicht besonders aus. Ich dachte kurz. So. Wo ist Erandil? Ein Dädros. Haben wir letzten Mauer bewegt sich nicht. Hier ist wahrscheinlich irgendwo ein Hebel oder so. Das war wahrscheinlich ein Dunmeer. Hier brennen wahrscheinlich noch ein paar Leute. Vorsicht! Wir brennen! So. Wäre das Trank der Bannung? Glaube ich nicht. Vielleicht nochmal kurz reparieren, was wir hier haben. Dein Kopf gehört mir, du elender Nord. Wo bist du hin? Das war eklig. So, umflochtene Ledersandalen. Hiervon brauche ich nichts. Kann ich die beiden auch einmal tauschen? Sie hat jetzt genug gelitten, jetzt darf er mal leiden. Ich sehe euch an. Tötet den Meister. Zerstört diesen Ort. So. Die Bänder leuchten rot auf und die Tür öffnet sich. Ihr habt es geschafft. Ich war mir sicher, dass ihr keine Schwierigkeiten haben würdet. Lasst mich euch diese Bande abnehmen. So jetzt. Ihr seid kein Gefangener der verbotenen Grotte mehr. Lasst mich mitkommen. Ich will euch helfen, Mankar Kamoran zu töten. Ich habe spezielle Kräfte. Ich nehme ihn mal mit. Aber wenn er sterben sollte, habe ich kein Problem damit. Ich bin Mankar Kamoran nicht gewachsen, aber vielleicht finden wir gemeinsam einen Weg, wie wir ihn besiegen können. Geht voran. So. Ich will jetzt meine Dings wieder anziehen. Ich hätte gern schon... Gut gemacht, Meister. Euer Fortschritt ist schnell und gewiss. Vielleicht könntet ihr es letztendlich mit mir aufnehmen. Ihr glaubt, ich verspotte euch. Ganz und gar nicht.
In eurem Kommen höre ich die Schritte des Schicksals. Ihr seid der letzte Verteidiger des dekadenten Tamriels. Ich bin die Hebamme der mythischen Morgendämmerung, des neuen Tamriels. Ich heiße euch willkommen, wenn ihr wahrhaft ein Mittler des Schicksals seid. Selbsternannte Helden, die sich hier den Weg stellen, denn letztendlich erweisen sie sich doch als ich hatte die Wahl gehabt, so ihn, speicher einmal. Ich will wissen, hat er was gehabt, was ich gebrauchen könnte? Nö. Hey! Ja. Also er hatte nichts und man käme hier nicht raus. Er hat mir sehr genützt. So, nehmen wir beides mit. Können wir vielleicht noch gebrauchen. Ist ja von Toten wieder auferstanden. Okay, das trifft sich gut, wenn er immer wieder von den Toten zurückkehrt. So, einmal wieder reparieren. Wie viel kommt hier noch auf uns zu? Und wie oft darf er noch sterben? Warte mal, ist unser Verehrer auch so einer wie er? Der halt aber in der Welt der Lebenden quasi so verflucht wurde. Also auf Tamriel. Na du? Mebrite. Ihr nicht sterben. Claimer des Zerfalls. So, Dedraherz. Gold, Feuersalze, Lebenstrank. Nehmen wir auch mit. Wir müssten jetzt eigentlich so viele Tränke haben. So, kannst du aufmachen? Tür zu Paradies. Ist offen, okay. Automatisch gespeichert. Da ist eine Statue von Merunes. Was passiert, wenn wir hier hingehen? Ich will ihm nicht unter den Dings gucken. Ich wollte ihn genauer angucken. Das sieht aber auch alles nach Eladen aus. Oder Eladen, wie ich hier sagen. Ist das schon Manka? Ihr hattet nicht erwartet, mich noch einmal zu sehen, oder? Ihr versteht nicht, welche Macht mein Vater besitzt. Ihr glaubt, ihr könnt uns aufhalten?
Schon bald wird Merunes Dagon zum ersten Mal seit dem mythischen Zeitalter wieder in Tamriel wandeln. Und die Stunde unseres Sieges wird schlagen. Kommt, mein Vater möchte euch in Karak Agaialoa begrüßen. Ich dachte, du wärst seine Frau und nicht seine Tochter. Rabe Camoran? Hier seid ihr also endlich. Der Lakai des Bewerbers um den Thron der Septim. Ihr glaubt immer noch, ihr hättet eine Chance, stimmt's? Wir wussten, dass ihr über kurz oder lang den Weg hierher finden würdet. Aber das ist unerheblich. Ihr solltet meinen Vater nicht mehr länger warten lassen. Er hat euch schon vor Stunden erwartet. Kommt, ihr seid doch hierher gekommen, um ihn zu sehen, oder? Steintor zu Karak Agaialo. Agaialo. Ich kann es nicht aussprechen. Ein Zungenbrecher. Vielleicht einmal kurz speichern. Er folgt mir, okay. Ich habe lange Zeit auf euch gewartet, Meister des alten Tamriel. Ihr seid der letzte Atemzug eines sterbenden Zeitalters. Euer Atem ist die schale Luft falscher Hoffnung. Wie wenig ihr doch versteht. Ihr könnt Fürst Dagon nicht aufhalten. Die Mauern zwischen unseren Welten stürzen ein. Mit jedem Riss im Firmament kommt die mythische Morgenröte ein Stückchen näher. Schon bald, sehr bald, werden die nun verschwommenen Grenzen gänzlich verschwunden sein. Tamriel und Oblivion werden wieder eins sein. Die Wiedergeburt des mythischen Zeitalters. Fürst Dagon wird wieder über Tamriel schreiten. Die Welt soll wieder geeint werden. Das neue Zeitalter soll aus der Asche des Alten auf... Meine Vision wird sich verwirklichen. Schwäche wird von der Erde getilgt und Sterbliche wie Unsterbliche im Feuer der Veredelung gereinigt. Mein langer Kampf mit den Septimen ist nun vorbei und die Herrschaft ist mein. Der Kaiser... ist tot. Das Amulett der Könige gehört mir. Und der letzte Verteidiger des letzten zerlumpten Septims steht im Zentrum meiner Macht vor mir. Lasst uns sehen, wer letztendlich der Stärkere von uns beiden ist. Ich habe meinen Kerkameron auf der Terrasse der Morgenröte gefunden. Nun muss ich ihn töten und das Amulett der Könige zurück nach Tamriel bringen. So, was hat die? Gold. Fürst Dagon erwartet eure Seelinger Blitz. Wo ist mein Schwert? Hat er mich entwaffnet? Leuchtende Flamme, würde ich mal. Nee, der ist besser. Sei dankbar, dass ihr die Ankunft von Fürst Dagon wohl warte mal, wenn ich. Erlebt. Die Zeit der Reinigung ist. Fürst. Weltlicher Ring? 21. Nehme ich mit. Wieso ist der so viel wert? Ihr seid schwach, so wie die Götter, die ihr anfleht. Der Morgen bricht an. Das Paradies erwartet. Achso, jetzt ist er an der Reihe. Endlich ein Fürst Dagon wird erneut. Eure Sache ist bereits verloren. Dennoch, wenn du das ist. Denn endlich. Dennoch. Komm her! Fürst Dagon! Das ist schon besser. Endlich das ist gut. Dennoch wird sich meine Vision erfüllen. Alter, wie viel Leben der... Ist denn eure Stärke? Leben, Schlange. Das alte... Gut, dass das Schicksal euch auswirkt. Das ist Dagon wird endlich ein... Wie lange dauert der Kampf jetzt gegen den... Das alte Tamriel, immer noch Kraft. Ich heiße die Herausforderung willkommen.
Nichts kann. Dann Fürst Dagon jetzt noch auf. Alter, so dass die auch hier immer wieder kommen. Ja, Fürst Dagon siegest. Banane. Du, du. Fürst Dagon wird erneut. Hey, ihr müht euch umsonst, Sterblicher. Wie lange dauert der Kampf gegen den? Absorption? Ich das jetzt nehme? Oder festigen Blocken? Herkömmliche Waffen widerstehen 50% Schaden. Indares Siegelring? Ring der Diebe? Weltlich, Waldemars Schild. Habe ich irgendwas? Bitte bleib so einfach hier bei mir. Weg, gehen! Zeit der Reinigung ist nahe. Ihr wisst nichts über die wahre Macht meines Vaters. Meine Sachen wieder reparieren. Ah, nicht während eines Kampfes. Okay, Nur die Ausdrücken. Das Fürst wird erneut über die Erde schaffen. Der Morgen bricht. So, nochmal. Der Reinigung ist nah. Seid dankbar, dass ihr die Ankunft von Fürst Dagon nicht mehr erleben werdet. Gebt alles. Das alte Fürst Dagon jetzt. Endlich ein Würde. Ihr seid schon nah. Fürst Dagons Sieg ist greift. So. Das ist auch viel wert. Scheint versiegelt zu sein. Ich habe Mankar Kamoran getötet. Nach seinem Tod hat sich sein Paradies aufgelöst und ich fand mich mit dem Amulett der Königin in Händen im Wolkenherrscher-Tempel wieder. Ich muss es Martin geben. Ihr habt einen Weg zurückgefunden? Bedeutet das? Mankar Kamoran ist tot. Ihr habt es geschafft. Ihr habt ihn besiegt. Dann habt ihr es. Ihr habt das Amulett der Könige? Hier, das Amulett gehört euch. Es gehört mir? Das Amulett der Könige? Wenn es wahr ist, wenn der Kaiser wirklich mein Vater ist, dann müsste ich es tragen können. Nur solche vom Blut der Septime können das Amulett der Könige tragen. Aber wie konnte dann Mankar Kamoran es tragen? Legt das Amulett an, Eure Majestät. Ja, natürlich. Worauf warte ich noch? Das ist schließlich mein Schicksal. Wir alle müssen unser Schicksal erfüllen. Nun seht ihr, ihr seid Uriels Sohn. Daran musste mich nicht erst das Amulett erinnern. Ich wusste, dass es wahr ist, seit ihr mir in Quatsch davon erzählt habt. Aber es ist eine Sache, darüber zu sprechen, dass man Kaiser wird, und eine ganz andere, tatsächlich der Kaiser zu sein. Ihr seid der Kaiser. Noch nicht. Solange nicht die Drachenfeuer im Tempel des einen wieder entfacht sind, wird Merunes Dagons Invasion weitergehen. Während ihr fort wart, schickte ich einen Boten zu Kanzler Okato. Er erwartet unsere Ankunft in der Kaiserstadt. Warum ein Treffen mit Okato? Kanzler Okato ist das Oberhaupt des Ältestenrats, der in Abwesenheit des Kaisers die Regierung führt. Ich glaube nicht, dass der Ältestenrat irgendwelche Einwände haben wird, aber wir sollten seine Autorität respektieren. Wir sollten sofort zur Kaiserstadt aufbrechen, bevor sich der Feind vom Tod Mankar Kamorans erholen kann. Okay. Ich gratuliere euch zu eurem Sieg. Jena. Guten Abend, Isarius. Herr. Gruß euch. Rolian. So, erstmal die Sachen reparieren. Wir haben ordentlich Schaden genommen. Und ich will wieder... Okay, der macht 31 Schaden, aber ich will mein Schild haben.
Okay. Ja. Also jetzt können wir offiziell mit Okako reden. Gruß euch. Martin Septim? Geht ihr voran oder soll ich vorangehen? Ich soll vorangehen, okay. Nun gut. Auch interessant, ihn jetzt mal in der Kaiserrobe zu sehen. Er sieht jetzt auch wirklich Uriel sehr ähnlich. Ich speichere einfach. Er kommt schon hinterher. Am besten ich laufe vor ohne ihn. Damit er nicht unterwegs von irgendwas getötet wird oder so. Wie viel tragen wir bei uns? 411 von 540 Kilo? Ja. Können wir noch überleben. Wir haben bestimmt jede Menge Heiltränke und so weiter bei uns, die für das ganze Gewicht verantwortlich sind. Ich bin sogar noch krass, wie das da steht. Ich werde die Folge hier die Schlacht von Bruma nennen oder so. Ich glaube, würde Sinn machen, oder? Natürlich muss da jetzt ein Bär sein. Da ist schon der Nächste. Ihr bewegt euch wie ein... So, hat er wenigstens irgendwas? Eine Reißfuß. Die brauchen wir nicht. Ach nö, noch ein Bär. So, Kaiserstadt ist das die nächste. Am schnellsten. Warte mal. Hier geblieben. Wo hatte er diesen bitte her? So, die wieder nachgefüllt. Ernsthaft, wo hatte er diesen bitte her? Okay, die ist schon tot.
muss ich mich nicht drum kümmern. So, da kommen gleich bestimmt auch wieder zwei. Nee, doch nicht. Die liegen ja immer noch. So, das hier führt zur Kaiserstadt. Wo bleibt denn jetzt eigentlich Martin? Ich hoffe, der stirbt mir jetzt nicht unterwegs. Hier sind die zum Glück nicht mehr unsichtbar. Boah, ich weiß noch, als ich hier das erste Mal gemerkt habe, dass hier die Leute nicht wirklich anwesend sind, aber auch nicht zu sehen sind. So, das Oblivion-Tor ist zu, oder? Ja. Öffnen die sich eigentlich auch wieder irgendwann? Oder einmal zu, bleiben die zu. So, da ist, kommt gleich bestimmt ein Irrlicht. Oder ein Drö. Hatte ich doch noch Glück gehabt. So weit bis zur Brücke. Komm, ich laufe mal entspannt. Vielleicht kommt Martin jetzt gleich hinterher. Bleibt er denn? So viel schneller als er bin ich ja auch nicht gewesen. Ich glaube, der wird gleich spawnen, wenn wir die Stadttore passieren, oder? Jetzt schnell zu speichern, weil kein Fehler. Waren hier nicht immer Wachen irgendwie vor? Unterwegs? Kaiserstadt Talusplatz Bezirk. Ah, da ist er schon. Sprecht.
So, gehen wir mal darüber. Martin? Ich glaube, das ist jetzt kurz vorm Finale. Der große Kampf gegen Nerunes Dagon. Es ist offen. War es wegen uns offen? Willkommen im Kaiserpalast. Moin. Oh, Kato, mein Bester. Wo ist Martin? Wir sind in der Ältestenratkammer angekommen. Ich muss Martins Anspruch Lord Kanzler Okato, dem Vorsitzenden des Ältestenrats, formell präsentieren. Ich habe euch erwartet. Der Ältestenrat hat in voller Stärke Martins Anspruch auf den kaiserlichen Thron sorgfältig geprüft. Martin Septim, im Namen des Ältestenrates erkenne ich euren Anspruch auf den kaiserlichen Thron an. Kanzler Okato, die Stadt wird angegriffen. Oblivion und Tore haben sich geöffnet und Daedra sind durch die Mauern gebrochen. Die Wachen wurden überwältigt. Nur Mut, Soldat. Wir haben wieder einen Kaiser. Eure Hoheit, wie lauten eure Befehle? Sollen die Wachen sich zum Palast zurückziehen? Nein. Wenn der Palast von einem Belagerungsring umschlossen wird, sind wir verloren. Wir müssen sofort zum Tempel des Einen aufbrechen. Wie ihr befehlt, Herr. Wachen, tretet an und beschützt den Kaiser. Zum Tempel des Einen. Die Kaiserstadt wird angegriffen. In der ganzen Stadt haben die Oblivion-Tore geöffnet, aus denen Daedra strömen. Ich muss Martin sicher in den Tempel des Einen bringen, wo er die Drachenfeuer zum Schließen der Oblivion-Tore und zur Rettung der Stadt entzünden kann. Du erbärmlicher Wurm! Sagt mir, was ihr da habt! Buße der Feindseligkeit. Er hat auch... Oh Gott. Kaiserliche Regionspalastwache. Helfen die mir jetzt alle? Ich speichere einmal. Nur um sicher zu gehen. Ich wusste jetzt nicht, dass es so schnell mit dem Finale losgeht. Ich sehe nichts. Wie viele sind denn da? Haben wir schon gegen Schlammkrabben gekämpft. Die Palastwache ist tot, auf Martin. Palastwache ist tot. Hauptmann Stefan ist tot. Und das Spiel ist abgeschmiert. Ich bin sofort wieder da. So, da bin ich wieder. Ja, und ich muss mit Martin eigentlich wieder hier rüber. Und hoffen, dass das Spiel mir jetzt... Ach, Karte steht wieder auf. Okay, auch Karte steht. Immerhin. Karte? Ich hoffe, Martin steht auf. Ja, Okato steht hier auf. So, Martin, schnell. Vielleicht jetzt noch einmal ganz kurz reparieren, was repariert geht. Nur um sicher zu gehen. Die wollen hier entlang, okay. Tempelbezirk. Okay, hier haben wir ein Tor.
Ach man, nur Tremora-Zeug. Kann ich die Tore hier schließen? So. Merus Dagon ist hier. Die Barrieren zwischen der Oblivion und Tamriel sind zerstört worden. Wir können nur hoffen, Merus Dagon irgendwie zu besiegen und ihn zurück in die Oblivion zu schicken. Vielleicht weiß Martin, was zu tun ist. Alter, was? Wir sind zu spät. Meronis Dagon ist hier. Die Drachenfeuer zu entfachen wird uns nicht mehr retten. Die Barrieren, die uns vor Oblivion geschützt haben, sind zerstört. Können wir ihn wieder nach Oblivion schicken? Ich weiß nicht wie. Die Waffen von Sterblichen können ihn zwar verletzen, aber jetzt, da er als Person hier in Tamriel ist, können sie ihn nicht vernichten. Was ist mit dem Königsamulett? Wartet. Ja. Akatosh hat das Amulett den Sterblichen gegeben. Es enthält seine göttliche Macht. Aber wie können wir diese Macht gegen Dagon einsetzen? Das Amulett war nicht als Waffe gedacht. Ich habe eine Idee. Eine letzte Hoffnung. Ich muss zu den Drachenfeuern im Tempel des Einen gelangen. Aber ihr habt gesagt, es sei nutzlos. Ihr müsst mir einfach vertrauen. Jetzt weiß ich endlich, was mein Schicksal ist. Aber ich brauche eure Hilfe. Ich muss an Merunes Dagon irgendwie vorbeikommen. Ich bringe euch zum Tempel. Und dann übernehme ich den Rest. Geht voran, mein Freund. Folgt mir. Ich bin dabei. Okay, mit einem Schlag getötet. So, wir sind drinnen. Martin, wir haben es geschafft. Martin und ich befinden uns im Tempel des Einen. Aber Merunes Dagon ist durch die Tempelkuppe eingedrungen und droht uns mit dem Tod. Wenn ich Martin nicht zu den Drachenfeuern bringen kann, ist alle Hoffnung verloren. Wo sind denn die Drachenfeuer? Ich tue, was ich tun muss. Ich kann nicht bleiben, um Tamriel wieder aufzubauen. Darum werden sich andere kümmern müssen. Lebt wohl. Ihr seid mir ein guter Freund gewesen in der kurzen Zeit, in der ich euch kannte. Doch nun muss ich gehen. Der Drache wartet. Er wurde zu Stein. Das Amulett ist zerschmettert. Dagon besiegt. Mit dem Blut des Drachen und dem Amulett der Könige haben wir die Tore von Oblivion versiegelt. Für immer. Der letzte der Septims geht nun in die Geschichte ein. Ich gehe frohen Herzens, denn ich weiß, dass mein Opfer nicht umsonst ist. Ich nehme den Platz an der Seite meines Vaters und meiner Vorväter ein. Das dritte Zeitalter ist zu Ende und ein neues bricht heran. Die nächste Schriftrolle der Alten soll von euch geschrieben werden. Die Gestaltung der Zukunft, das Schicksal des Kaiserreichs. All dies liegt nun in euren Händen. Alter, ich hatte jetzt gerade richtig Gänsehaut.
Wo ist die Leiche, die gerade hier lag? Martin hat das Amulett der Könige zerschmettert und sich in einen Avatar des Akatosh, des Drachengotts der Zeit, verwandelt. In Drachengestalt verbannte er Merunes Dagon nach Oblivion und beendete die Oblivion-Krise. Anschließend verschwand er. Niemand weiß, ob er tot ist oder zu seinem Ahn Tiber Septim aufgestiegen ist. Speichern. Ja, oh großer und mächtiger Großmeister. Gibt es etwas, das ihr benötigt? Kann ich eure Waffe tragen oder eure Schuhe polieren? Vielleicht eine Rückenmassage? Ja, warte hier. Ja, genau hier. Hier? Hier und jetzt? Was wäre es denn mit da drüben? Nein, es muss hier sein. Na gut, ihr seid der Großmeister, was immer ihr sagt. Guckt mich nicht so böse an. Wartet einfach hier. Was ist passiert? Wo ist Martin? Ich muss ihm gratulieren. Merunes Dagon ist besiegt. Zurück nach Oblivion geworfen. Wir haben gewonnen. Martin ist weg. Tot? Wie könnt ihr da sicher sein? Er ist weg. Wir sahen die Explosion der Tempelkuppel. Die Erscheinung von Akatoshs Offenbarung. Das war Martin. Ja, er hat das Amulett zerbrochen. Das vereinigte Blut der Könige und Götter. Das Amulett der Könige. Die göttliche Macht Akatoshs. Okato, wo seid ihr? Und auch Martins Blut. Dann ist Martin tot. Die Tore sind aber verschlossen. Ja, für immer versiegelt. Merunes Dagon und seinesgleichen werden Tamriel nie wieder bedrohen können. Martin ist tot, aber er starb als Kaiser und als Held, der sich an Tiber Septim messen kann. Was ist mit dem Kaiserreich? Dieser Sieg ist nicht ohne Preis. Wir haben Martin Septim verloren. Er wäre solch ein prächtiger Kaiser gewesen. Sein Opfer war notwendig, aber es hinterlässt ein Kaiserreich ohne Kaiser. Ich weiß nicht, was jetzt geschieht. Das Kaiserreich sieht schwierigen Zeiten entgegen. Wir sollten uns jetzt aber keine Sorgen um die Zukunft machen. Lasst uns einfach dankbar sein, dass wir noch leben. Cyrodiilmeister? In meiner Funktion als Lordkanzler des Ältestenrates ernenne ich euch hiermit zum Meister von Cyrodiil. Oh, danke schön. Und als kleines Zeichen der Dankbarkeit für eure Dienste für das Kaiserreich habe ich befohlen, eine kaiserliche Drachenrüstung für euch anfertigen zu lassen. Kaiserliche Drachenrüstung? Die kaiserliche Drachenrüstung wird normalerweise nur vom Kaiser persönlich getragen. Ihr aber, Meister, verdient nichts Geringeres. Okay, also, was hat das jetzt mit Cyrodiilmeister zu tun? Ihr habt den höchstmöglichen Rang im Orden des Drachens erreicht, dem erhabenen Ritterorden, den Tiber Septim selbst gegründet hat. Es ist eine große Ehre. In der Geschichte des Kaiserreichs wurde sie nur 6 weiteren Meistern zuteil. Okay, was mit Martin jetzt auf sich hat? Ich weiß, dass er tot ist. Als Lordkanzler des Ältestenrats ist es nun meine Pflicht, seinen Nachfolger zu bestimmen. Bestimmten Mäde. Was macht der Ältestenrat denn jetzt? Wir sind nun die Statthalter des Kaiserreichs. Wir können das Kaiserreich für kurze Zeit zusammenhalten. Um ehrlich zu sein, weiß ich jedoch nicht, was passieren wird. Die Unruhe in den Provinzen währt nun schon Jahre, selbst angesichts der momentanen Krise. Ohne legitimen Thronanwärter für den Drachenthron stehen uns schwierige Zeiten bevor. Der Drachen wird für immer als Denkmal für das stehen, was ihr und Martin für ganz Tamriel getan habt. Ist Okato da oben oder wie? Bitte, nur eine einzige Münze. Hat er auch tot, oder? Stadt sieht auf jeden Fall
hinüber aus. Ich kann noch gar nicht glauben, dass es vorbei ist. Dieser gigantische Dämon, dieser Drache. Was ist passiert? Haben wir gewonnen? Ich weiß es nicht. Also ja, wir haben gewonnen. Nur eins will ich gucken. Dritte Ära 434. Ich dachte, es ist jetzt schon der erste der vierten Ära. Ich dachte, die vierte Ära hat jetzt begonnen. Ich will jetzt wissen, ob die ganze Stadt jetzt kaputt aussieht. Da hat es kurz mit dem Sound geruckelt. Ich hoffe, es stürzt gleich nicht nochmal ab. Aber hier sieht alles noch heiler aus. Hier gehen die auch ihren Tagesgeschäften nach. Meine Füße bringen mich um. Wie kann ich... Also, wie sieht's da aus? Hier ist auch alles heile. Im Großen und Ganzen. Warte mal, die Drachen, Dingsrüstung. Wo ist denn die jetzt? Habe ich die nicht erhalten? Wo ist denn Okato? Auch heile aus. Okay, ist es jetzt nur der eine Bezirk da hinten kaputt gegangen? Okay, der Talusplatz ist noch heile. Jetzt haben... Warte mal. Wenn wir jetzt die Statue nochmal ansehen, also den Drachen, der... Sind die gleich? Nur, dass der hier größer ist? So, ich glaube, das ist aber der einzige Platz, der kaputt ist. Jetzt will ich da einmal gucken. Habt ihr sie gesehen? Die Erscheinung von Akatosh selbst. Ich war derjenige, der da geholfen hatte. Kann ich mit Okato nochmal reden, falls er hier ist? Es werden gebeten, leise zu sprechen. Insbesondere dann, wenn der Rat tagt. Ah, Okato. Der lebt ja noch. Benötigt ihr etwas, Meister? Die kaiserliche Drachenrüstung wird normalerweise nur vom Kaiser persönlich getragen. Ihr aber, Meister, verdient nichts Geringeres. Könnt ihr sie mir aushändigen? Jederzeit, Meister. Danke, dann gebt sie mir bitte. Wo ist die denn? Bei wem darf ich das abholen? Warte mal. Ist das vielleicht eine Quest? Hier. Wo muss ich dafür hin? Kanzler Kasiokator orderte eine Rüstung
der kaiserlichen Drachenrüstung. Forge from inner gratitude for the service I rendered to the Empire during the Oblivion Quest. Will be waiting for me at the Armory in the Imperial Legion Compound in 2 weeks. Ah, okay, 2 Wochen. Dann darf ich es abholen. Alle Bürger sind im Kampf. Okay. Warte, kann, darf ich dann auch nach oben? Alle Bürger sind im Kaiserpalast. Jetzt, wo wir Merunes besiegt haben. Nee, leider nicht. Bitte respektiert den Kaiserpalast. So, gibt's hier eigentlich, abgesehen von den Drölf-Millionen Stühlen, sonst noch irgendwas? Warte, wie viele Stühle sind denn das? Wir fangen mit Okato an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 Stühle ist der Ältestenrat. Und wo regiert der Kaiser? Auch hier mit dem Ältestenrat? Oder wo ist der Thronsaal? Falls sie sowas besitzen. Alle Besucher... Wenigstens haben die hier mit den Toten schon mal aufgeräumt. Das ist so ermüdend. Als ich die Feuerwolken und die Dädra auf den Straßen sah, dachte ich, wir wären bereits tot. Aber ihr habt uns gerettet. Ja, wegen der Dädra-Streine? Mir fallen 3 ein. Der Hyrcine-Schrein ist südlich der Stadt, nordöstlich von Braville, zwischen dem oberen Niben und dem Grünweg. Der Mephala-Schrein liegt nordöstlich der Kreuzung zwischen dem Roten Ringweg und dem Silberweg. Ich habe von einem Vermina-Schrein am Oberlauf des Red gehört, aber ich bin selbst nie dort gewesen. Okay, sonst irgendwelche Gerüchte? Ich mag euch nicht und mag auch nicht mit euch reden. Ich hoffe, es lohnt sich. Warum mag er uns nicht? Warum ist die Sympathie so weit unten? Ich habe genug mit euch geredet. Ontus! Was habe ich euch getan? Okay, dann würde ich sagen... Kauf ein Haus in Städtenal, Suche nach der Diebesgilde, Kauf ein Haus in Skingrad, Tränen des Retters. Wer das noch gelesen hatte, wo, ja, auf der Suche nach euren Wurzeln. Wolle, bräuchte er 40 Exemplare mehr. 40 Exemplare Nierenwurz, das wird auch noch dauern. Glaubt, dass Bernadette Penelis ihm folgt. Ich muss sie morgen früh um 6 Uhr bei seinem Haus beobachten. Um Mitternacht hinter der großen Kapelle werde ich ihm dann Bericht erstatten. So, Frostcrack Spire, Namira. Warte mal, wir haben irgendwo noch einen Schrein bekommen. Hyrcine-Schrein haben wir ja schon. Haupttunnel hatten wir schon. Vermina-Schrein? Hatten wir das? Ich glaube schon. Verfallene Mine, Kämen, Azura-Schrein.
Mephala-Schrein. Ah, das ist neu. Namira-Schrein. Ich bin jetzt neugierig, was die ganzen Dinge sagen. Monarchal-Schrein. Meridia-Schrein. Malakas-Schrein. Was? Wird hier nicht noch irgendwo Hermeos Mora? Hier haben wir eigentlich so wenig erkundet. Wir müssten da auch nochmal was machen. Ich höre euch zu, Bürger. Ja, alles gut. So, aber ich würde sagen, wir machen dann jetzt in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.